Seid gegrüßt und willkommen wieder zurück zu Skull and Bones, der Open Beta. So, mal gucken, was der Schiffsbauer hier hat. Wenn Skurlock für euch bürgt, können wir ins Geschäft kommen. Bestandteile fehlen, okay. Nicht willkommen an Bord. Greife Company Planker an, die nordöstlich von St. Anne patrouillieren und plündern sie. Wenn du Kriegsschiffe enterst, kannst du möglicherweise Waffen erbeuten. Beschaffen Zahnrad, optional. Beschaffe Kavallerie. Ach so, okay, die Kanonen also. Mit der Besatzung entern. Halte rechte Maustaste gedrückt und drücke R, um ein anfälliges Schiff mit deinen Enterhaken heranzuziehen. Ja, können wir machen mal. So, wo müssen wir denn hin? Ach du heilige Scheiße. Ja, das ist eine kleine Ecke. Wir segeln voll im Wind. So. So, können wir auch... Nee. Dort kommen wir nicht lang, also wir müssten einmal komplett rum. Öffnet die Segel! Gefahr! Volle Segel! Können wir nur hoffen, die nehmen einfach alles mit, dass uns hier keiner platt macht. Ein Sturm zieht auf. Weil dann wird es nämlich ein bisschen schwierig. Weil der da vorne ist schon... Ach ne, das war ein anderer. Ah, irgendwo habe ich schon mal Stufe 6 gesehen. Eigentlich auch korrekt, dass halt auch die Spieler halt auch nicht auf ihn schießen. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, ob man jetzt halt auch einen anderen Mitspieler halt auch angreifen kann. Das will ich auch erstmal gar nicht testen, weil ich gehe auf jeden Fall leer aus. Nein, da ist doch noch Platz. Da ist noch genug Platz vorhanden. Wow. Sprung des Riesen. So, die Plänker. Da hinten ist auch schon einer hier, da Stufe 8 oder 6, was das ist. Also können sie uns doch angreifen, okay. Ja, das ist nochmal kacke, ey. Weil der macht uns dann platt und das war's dann. Die Seile fest!
Oh, oh, hier die ganzen Wellen. Okay. Wollte gerade entern. Oh, dreh dich, du Scheißkiste. Oh, es ist auch sehr unstabil. Was geht denn hier ab, ey? Ja, das klappt noch nicht so. Am besten, wir kratzen hier auch gleich mal die Kurve. Bisschen scabby hier, ey, was hier abgeht gerade. Aber die Wellen sind hier auch der Hammer, ey. Jetzt neutral. Na, dann ist ja alles gut, ey. So, erstmal ein bisschen warten, bis hier Energie wieder ein bisschen voll ist. Und dann erstmal wieder zurück, ey. Weil hier mit unserem kleinen Schiff können wir erstmal nicht viel ausrichten. So, dann werden wir hier erstmal auch alles abliefern. Ob wir halt bis zur Endstufe kommen, jetzt hier in der Open Beta, ja, das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht schaffen. Aber immer diese Schräglage hier, ne? Wenn man hier so guckt. Man kann doch irgendwie auch den Segel wahrscheinlich ausrichten, aber da bin ich leider noch nicht dahinter gekommen. Auf jeden Fall erstmal stabiles Game. Steuerung ist manchmal ein bisschen kratzig, aber das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Klar, man muss jetzt auch sagen, Open Beta werden noch sehr viele Updates kommen. Guck mal, er hier ist wahrscheinlich schon die höchste Stufe. Na.
Und so sieht es dann auch später aus. Wenn ihr Metallwaren braucht. Ich dachte, ihr kneift. Ich dachte, ihr drückt euch. Doch ihr habt mich eines Besseren belehrt. Ihr habt Kompaniekriegsschiffe aufgebracht und ausgenommen. Fast wie ein echter Pirat. Oh, 650 plus. Na, das hört sich doch gut an. So, zum Töten aufgetakelt. Ob es darum geht, Respekt einzuflößen oder Rivalen einzuschüchtern, die Kleidung eines Piraten sagt viel über diesen Ruf aus. Kleide dich neu ein und werde deinen aufstrebenden Status in der Piratengemeinschaft von Saint Anne gerecht. Ihr habt der Kompanie geschadet, euren Ruhm ausgebaut und euch den Respekt der anderen Piraten verdient. Aber ihr seht scheiße aus. Geht zu Florentin im Atelier, die kleidet euch angemessen ein. Besuche die Schneiderin, kaufe Verschönerung und rüste sie aus. So, endlich mal hier ein paar neue Klamotten. Ein neuer Stil gefällig, Moncur? Ich habe gleich gesehen, dass ihr kein gewöhnlicher Pirat seid. Kommt! Florentine d'Alesso kleidet euch eurem wachsenden Ruhm angemessen ein. Besuche die Schneiderin eines Verstecks, um zum Bereich der Kapitänsanpassung zu gelangen. Du kannst dir im Aktionsrad eine Vorschau der Geste deines Käpt'n ansehen, in denen du Land... Okay. Aussehen ändern. Ach, kann man sich dann noch als Frau... Okay. Eigentlich möchte ich so bleiben. Ausrüstung... Ah, man musste dann 2 von 7. Ah, okay, kann man sich auch drehen, sehr schön. So, aber ich kann hier anscheinend nichts holen erstmal. Ah, man kann hier wirklich allerhand. 1200, ey, das ist natürlich. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir hier holen. Wahrscheinlich können wir uns erstmal auch nur das Billigste erstmal holen. Eine sehr gute Wahl. Ah, könnten wir eigentlich nehmen, unsere Augenklappe hier. So, na, dann natürlich noch hier Schmuck, ne? Naja, kein Schmuck hier, aber... Halskette. Gibt natürlich hier auch die fertigen Sätze, ne?
So, knallen wir uns einfach mal was dran hier. Und natürlich hier auch mal vernünftige Schuhe. Naja, das passt ja überhaupt nicht. Ne. 1200. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen anders aus. So, eine Geste. Klatschen, grüßen. Ja, das gefällt mir ganz gut. So. Dann sind wir hier erstmal durch. Denkt daran, wenn euer Ruhm wächst, sollte euer Stil mithalten. So. Kehre in einer Piratenkluft, die deines... Boah, so schnell kann keiner. Zum Schmied zurück. Okay. So, der Schmied. Ich mache euch eine gute Waffe. Aber tut euch... Ah, ihr wart also im Atelier. Aber Kleider machen noch keinen Piraten. Wenn ihr euch von anderen abheben wollt, müsst ihr euren Ruhm steigern. Dann bieten sich Gelegenheiten mit mehr Risiko und mehr Ausbeute. Wenn ihr einer Herausforderung nicht gewachsen seid, schmiede ich euch einfach etwas Tödlicheres. Macht weiter so, dann nehmen auch große Fische wie Skurlock bald von euch Notiz. Oh, dafür gibt's 400 plus, ey. Und ein paar Münzen. Wackerbund sind wir jetzt. Ah ja. Das Eisenschmieden. Eine starke Präsenz der Kompanie verhindert, dass Thomas seine Materiallieferung erhält. Das behindert seine Arbeit als Waffenschmied. Versenke Kompanie Kriegsschiffe, um deren Seeherrschaft ein Ende zu setzen. Ja, okay, machen wir. Gebt den Franzosen zu verstehen, dass diese Ressourcen uns gehören. Sauft mir ja nicht in einer Pfütze. Baupläne verfolgen. Durch das Verfolgen eines Bauplans, in den du besitzt, kannst du ganz leicht die erforderlichen Materialien sehen, um den Gegenstand herzustellen, so wie viel von jedem Material du bereits besitzt. Dadurch wird auch die Position aller verbleibenden Materialien auf der Karte gezeigt, die du dann bei Bedarf markieren kannst. So, das ist meine Fracht. Der Captain. Das Wissen und die Karte. Drücke zum Öffnen des Tagebuchs auf G. Ah, Moment. Codex, Archiv. Ah, gut, okay. So, gleich mal auf der Karte gucken. Bereit, wieder in See zu stechen? Baupläne verfolgen. Du kannst hier eigene Baupläne aus dem Codex hinzufügen. So, das bin ich.
trifft John Skellig den Piratenfürsten. Gut, dann gehen wir erstmal dahin. So, der war ja, genau. Der war ja hier oben. Pass bloß auf, was du da drin sagst. Ja, so schnell kannst du hin, ne? Dein Captain Krabbenhirn hier, kleben mir jetzt die Franzosen an meinem verschwitzten Arsch. Schafft ihn mir aus den Augen. Ich könnte wirklich einen neuen Captain gebrauchen. Ihr habt eure Nussschale eingetauscht. Man hört so einiges über euch. Ihr habt meine Schiffe im Hafen gesehen. Wisst ihr, wo sie hinfahren? Voll beladen mit Gewürzen, Ambra und anderen Kostbarkeiten? Sie machen die Überfahrt nach New York. Und im Gegenzug kriege ich von Töling alles an Silber, Vorräten und Waffen, was ich brauche. Solange der Pfeffersack seine Waren kriegt, kann ich auf dieser Insel tun und lassen, was ich will. Ich kontrolliere den Geldfluss und buckle von niemandem. Reichtum bringt Freiheit und Macht. Solcher Reichtum macht einer nur zum Ziel. Glück bei mir und zusammen werden wir reicher sein als ganze Nationen. Überlebt und ihr werdet so mächtig, dass wir Partner sein könnten oder Rivalen. Was ist, Sprotte? Ergreift ihr diese Gelegenheit? Bitte, aber gebt mir keinen Anlass, noch einen Teppich zu ruinieren. Das wird langsam teuer. Übernehmt einen Auftrag und zischt ab. Vermittler wohnen. Skellig vermutet, seine Feinde hätten sich gegen ihn verschworen, um sein Geschäft zu unterminieren. Schmuggle Waffenpakete an der Seevolk und im Gegenzug Informationen zu erhalten. Schafft ein paar Waffen zu meinen Verbündeten vom Seevolk und bringt mir im Gegenzug einige Informationen. Ich habe eine Übereinkunft mit dem Seevolk. Sie bekommen die Waffen, die sie brauchen, und ich bekomme diesen Hafen. Sie führen schon lange Krieg gegen den Fahrer-Clan, also passt auf. Die Fahrer werden Jagd auf euch machen. Wir können dem Seevolk helfen, den Krieg zu gewinnen. Ihr beutet das Seevolk aus. Wer gewinnt, ist mir egal. Ich mache große Gewinne mit dem Verkauf von Waffen. Warum für andere bluten, wenn man sie ausnehmen kann? Einige vom Seevolk bieten Waren, andere Informationen. Solange Krieg herrscht, steht die Vereinbarung. Also, bringt ihnen Waffen, um zu kämpfen, aber nicht genug, um zu gewinnen. Das ist eine wahre Goldgrube. Lasst sie nicht versiegen. Plus 3 Waffenversteck. Los, das Schicksal ruft. Aber es wäre schön, wenn wir auch mal reden könnten, aber anscheinend können wir das nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung, warum wir nicht reden können. Ja. So, Piratenfeuer, Verona-Fälle, Außenposten, wie ich mir schon gedacht habe, Außenposten ist sowas, das muss man halt, ja, wahrscheinlich befreien, denke ich mal. Das sind halt auch Schnellreiser zum Freischalten. Ja, hier oben auch und hier an der Seite. Genau. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal hier hin.
Skurlocks Verbündeten geht der Nachschub aus. Gib dem Seevolk seine Waffen und sie singen wie Kanarienvögel. Also in Far Cry war es immer so, dass man die Außenposten immer befreit werden mussten. Ob das jetzt hier so genauso ist, weiß ich nicht, aber da ja das hier auch von Ubisoft ist, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ruh dich mal aus. Eieiei. So, da möchte ich gerne mal kurz was gucken. Ah, siehst du, man kann halt nicht immer zugreifen auf das Schnellmenü. Das scheint ein bisschen noch zu haken. Ja, die haben einen Haufen Zeug dabei. So, wir könnten sie natürlich angreifen. Na, aber wir verzichten erstmal drauf und segeln erstmal dorthin. Ja, und da möchte ich doch hin. Bleibt mal alle schön entspannt. Lanitra. Ach, und hier könnte man dann halt auch verschiedene Aufträge annehmen. Hier ist das Lager. Und dort könnten wir theoretisch, dass das Schiff ein bisschen leerer wird, halt auswählen. Und dann können wir das praktisch alles übertragen. So, wir können ja hier mal alles markieren. Und dann alles erstmal ins Lager. So. Da wir ja das dann schon mal haben. So, dann könnten wir theoretisch dann eben mal hier hoch. Oder wir gehen gleich hier hin. Ja, dann gehen wir gleich dahin. Okay, Segel setzen. Und durch die Außenposten können wir halt dann auch Schnellreise machen. Na, dann können wir immer schnell ins Lager zugreifen und halt umlagern. Ich denke mal, in der Open Beta kann man erstmal nicht viel falsch machen. Aber dann später, ab nächster Woche, geht's dann los. Macht auf jeden Fall auch einen soliden Eindruck, das Spiel. Läuft auch sehr stabil, gute Performance, sag ich mal. Aber da werden auf jeden Fall auch schöne Updates kommen, um das Spiel halt immer zu erweitern oder zu verbessern.
Das kleine Boot hier. So, hier mal ein bisschen Dampf machen. Ja, bestimmt. So, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Müssten wir immer hier rumsegeln. Ja, ja, schießt ihr mal. Wir machen erstmal hier unsere Hauptmission. So, so, ja, wir müssten, ja gut, wir hätten auch theoretisch da unten lang können, aber... Plündern unterbrochen, kehre in das Gebiet zurück. Ja, auf den Plündern werde ich erstmal verzichten. Ja, ist auch noch sehr, sehr unstabil, das Schiff. So, da... Hä? Ah, Moment. Wo ist denn das jetzt hier? Wenn es zum Kampf kommt, brauchen wir Reparatursets. Hier war doch noch... Das Hauptziel, wo ist denn das jetzt hier hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn hier mit meinem... Wo sehe ich denn hier aktuell meine Mission hier irgendwo? Irgendwie wird mir das jetzt hier nicht mehr angezeigt. Wo ist denn das Ziel jetzt hier? Oh, das verstehe ich jetzt nicht, okay. Zurücksetzen, markieren. Oh, das verstehe ich jetzt hier nicht. Mein Ziel ist auf einmal weg. Also. Das ist eigenartig. Wispern der Tiefe, seltsame Sichtung.
viel Wasser machen. Ich verstehe nicht, wo sehe ich denn jetzt hier meine aktuelle Mission? Waffenpanzerung. Ja. Zur Schnellreise komme ich auch irgendwie nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Wird mir halt nicht angezeigt. Ja. Super. Ja, sehe ich nicht. Silbermünzen werden allgemein für Geschäfte und den Handel verwendet. Ja, genau. Ich segel einfach mal jetzt da hoch. Öffnet die Segel! Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Okay. Wo mein Ziel eigentlich hier in der Nähe war, aber irgendwie ist es verschwunden. Ja, das lohnt sich ja, ne? So, keine Munition, weil wir auch alle im Lager haben. Ja, wie gesagt, man muss sich auch erstmal rinfuchsen. Ja, dann werden wir da vorne noch mal anlegen. Dann nehmen wir doch alt aus dem Lager und nehmen alles mit. So, dann nehmen wir doch hier mal alles mit, so. So, was haben wir hier? Ja, irgendwie werde ich hier auch nicht schlau. Achso, weil ich alles geleert habe, wa? Hat er mir das nicht angezeigt?
Gruppe rufen. Ich mach mal eine Schnellreise kurz. Solange das Seevolk weiter Krieg führt, fährt's ge- Kann sein, dass er mir das nicht angezeigt hat, weil wir... nicht an Bord hatten. Ja, kann schon mal passieren. Man muss hier wirklich auch erstmal voll durchblicken hier. Aber hier ist auch ganz schön Action. Die Siedlung wird von Piraten angegriffen. Bärtuch in den Wind. Ja, der macht uns da platt, wenn wir da lang wollen. Was ist hier los, ey? Ja, ich kann auch nicht reparieren, ey. Weil er mir nichts anzeigt. Ja, der will mich ja hier auch zerstören, ey, wa? Naja, absolut nervig, ey. Wie wird's denn dort hochkommen, ey? Ja. Muss irgendwie da durch, ey. Aber hier mit 12 Knoten hier rum zu kullern, ey, das ist echt... nicht die beste Idee, ey. Also sind wir doch angreifbar und... aber können wir nicht riskieren, weil dafür sind wir einfach nicht gebaut. Ja, siehst mich doch hier, oder? Oh, das Schiff ist auch mega unstabil, ey. Zeit ist reif zum Plündern!
Ah, komm, jetzt nerv mich hier. Oh, ich möchte hier auch gerne mal anlegen, ey. Hallo, ich möchte hier mal anlegen. Regne das Silber! Ist das für mich? Captain, das wird helfen! Wir wollen hier auch mitmischen! Oh mein Gott, Alter. Keine Ahnung, was hier los ist, ey. Ich kann halt auch nicht anlegen. Oh, ich check das nicht, ey. Na, hier macht man keinen Schaden und kann auch nicht anlegen. Nervig, ey. Ja, töte alle Gegner. Ja, wo denn? Ich kann nicht anlegen. Check ich nicht, ist mir zu hoch, ey. Jetzt ist die Ausdauer auch noch am Ende, ey. Oh mein Gott, ey. Halt ihn!
Alter, du blickst doch hier nicht mehr durch, ey. Ja, ich möchte anlegen. Oh, jetzt können wir da oben erstmal warten, bis es voll ist, ey. Alter. Also, das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Liefern, Waffenversteck. Kaufen, verkaufen. Oh, wie lange soll das dauern, bis sich das da sich erholt? Na, das heißt, ich muss noch da hoch und hier runter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter, weil das fand ich jetzt ein bisschen zu viel durcheinander. Also, haut rein und bis dann.